Hallo und herzlich willkommen zum Wild Wings Sport Talk. Heute aus der Umkleidekabine der Wild Wings, noch etwas im Umbauzustand, aber für uns drei war genug Platz. Zu meiner Linken darf ich begrüßen Axel Schlenker von den Wild Wings Future. Hallo. Und zu meiner Rechten Christoph Kreuzer, Sportmanager der Schwenninger Wild Wings. Wir fangen mit dem Thema Jugend an, das uns heute so ein bisschen durch die nächsten Minuten begleiten wird. Axel, ihr habt zum wiederholten Male die 5-Sterne-Bewertung des Deutschen Eishockey-Bundes erhalten. Ja. Macht einen das auch ein bisschen stolz, so eine Bestätigung seiner Arbeit zu erhalten? Natürlich macht einen das stolz. Also es ist klar, es ist sehr viel Arbeit, sehr viel Schweiß. Es ist eine Zusammenarbeit von vielen Dingen, die da passen müssen. Also sprich, wir haben ja relativ vieles im Ehrenamt und brauchen eine Unterstützung. Und für uns nie einfach, aber wir haben es wieder geschafft. Darauf sind wir auch stolz. Darf man, denke ich, auch sein. Vor allem großen Dank an alle, die mitgeholfen haben. Ja. Christoph, du jetzt neu hier. Ist sowas auch immer was, was man im Hinterkopf hat, dass man in einen Standort, in eine Organisation kommt, die gute Nachwuchsarbeit leistet? Ja, absolut. Das ist hilfreich. Und wenn eine gute Nachwuchsarbeit da ist, ist das natürlich auch, wo ich auch selber immer ein sehr, sehr großes Interesse daran habe, junge Spieler einzubauen. Und wenn das gut funktioniert, ist das immer sehr, sehr gut. Und hier in Schwenningen ist ja eigentlich auch, sind ja sehr, sehr viele Spieler eigentlich aus dem Nachwuchs auch gekommen, die eigentlich in der ganzen Welt gespielt haben. Also deshalb haben sie auch irgendwo eine sehr gute Nachwuchsarbeit immer geleistet. Und ja, das wird sich immer wieder oder ist jetzt immer wieder bestätigt worden, auch durch dieses 5-Sterne-System. Und das freut mich sehr. Und auch im nächsten Jahr werden wir schon wieder bei uns in der ersten Mannschaft Spieler sehen, die aus meinem Nachwuchs kommen. Der Idealfall eigentlich. Absolut, absolut, keine Frage. Axel, auf was richtet der DEB sein Hauptaugenmerk bei der Bewertung? Was sind die Kriterien, die da angelegt werden? Das ist relativ einfach erklärt. Also 5 Sterne sind bekannt. Die ersten 2 Sterne gibt es vom unteren Bereich bis zu U15. Dann gibt es noch den U17-Stern, den U20-Stern und für das Umfeld. Und da ist es im Prinzip wie in der Schule. 1,5 ist eben Schulnote, ist halt eine 2 und keine 1 mehr. Das heißt, das fängt unten an und hört oben auf. Also da kannst du dir eigentlich keine Schwäche irgendwo erlauben, weil dann bist du mit dem 5. Stern draußen. Ja. Das ist too short durch. Du musst komplett wirklich liefern in allen Kategorien, sage ich mal, in allen einzelnen Sternen. Worin liegt an einem Standort wie Schwenningen? Das ist ja bekannt, dass es da gewisse, sag ich mal, Herausforderungen gibt, aber worin liegen die genau in eurer Arbeit? Gut, die größte Herausforderung ist das, dass wir, also aus meiner Sicht, ist einfach das Thema, dass wir sehr viel im Ehrenamt machen und deswegen auch immer wieder Menschen brauchen, die uns da unterstützen. Wir haben die Situation, dass wir ein Internat brauchen, das wir, sage ich mal, selber aus dem Boden stampfen mussten, klar mit Unterstützung der Wild Wings. Mit Unterstützung von Sponsoren, aber wir brauchten eine Zulassung. Keiner von uns hat natürlich, sagen wir im Vorfeld, eine Ahnung, wie lässt man ein Internat zu oder was muss man alles machen. Das sind alles Dinge, die einer machen muss. Das hat, sage ich mal, der bisherige Nachwuchsvorstand super gemacht mit Uwe Schlenker, der es ins Leben gerufen hat. Die Firma Werner Wohnbau hat uns da dabei unterstützt. Das war ja früher am Landhaus drüben, jetzt sind wir am Vorderen See in Schwenningen. Liegt da ein bisschen zentraler, klar, zum Eichstein ein bisschen weiter weg, aber das ist nicht so tragisch. Aber es ist natürlich einfach ein finanzieller Kraftakt, den wir da stemmen müssen. Das ist eigentlich das größte Thema. Okay. Christoph, du hast es vorher ganz kurz angerissen, die Bedeutung von einem funktionierenden Nachwuchsbereich, auch für die Profimannschaft. Wo gibt es also Anhaltspunkte, so Kriterien an, was für Dinge du den Erfolg gerade und gute Nachwuchsarbeit auch bewertest? Ja, also ich meine, es fängt ja ganz unten an. Es ist ja ganz, ganz wichtig auch, dass in den unteren Mannschaften, also bei den ganz Jungen auch schon sehr, sehr gut gearbeitet wird, weil Eishockey ist natürlich ein sehr, sehr komplexer Sport. Da muss man nicht nur laufen, da muss Technik dabei sein, da muss die erste Voraussetzung gute läuferische Fähigkeiten sein und das fängt in den ganz jungen Jahren schon an. Und da zeigt sich das schon, dass ein guter Club mit guten Nachwuchstrainern die jungen Spieler da schon fördert und da sehr gut ausbildet, weil das wird sich hinterher dann immer auszahlen im Laufe der Jahre. Und je besser der Verein da organisiert ist und je mehr auch Manpower dann da ist, um die,
um die Spieler zu betreuen, umso mehr wird sich das hinterher auszahlen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und jeder Club, der das gut umsetzt, der wird erfolgreich sein. Und dann am Ende des Tages brauchen wir halt, das ist halt in Deutschland so, wir brauchen viel mehr Spieler, um mehr Masse, gute Klasse zu bekommen, dass wir auch wirklich sehr, sehr gute Spieler nach oben bringen. So, du hast jetzt auch ganz lange im Nachwuchs selbst gearbeitet. Gibt es so diesen einen Trigger, dieses eine Ding, das du im Auge hast, im Fokus direkt, wenn du mit jungen Menschen zusammenarbeitest? Gibt es also die eine große Sache, an die du dich immer so ein bisschen anlehnst in deiner Arbeit mit jungen Menschen? Ja, für mich ist eigentlich ganz entscheidend, dass den Jungs muss das Spaß machen. Okay. Wenn das einer... Auch wenn Eltern das unbedingt wollen und Kinder dazu zwingen, eine Sportart auszuüben, die sie eigentlich gar nicht wollen, dann ist das immer nicht wirklich produktiv. Ja, also die Kinder müssen Spaß dabei haben und dafür sind die Trainer natürlich auch verantwortlich dafür, dass wir wirklich mit Spaß da rangehen. Und je mehr Spaß die haben, eigentlich dann süchtig werden danach, schon im jungen Alter, Dann wird das ein erfolgreicher Spieler, da bin ich mir sicher. Ja, das macht auf alle Fälle Sinn. Axel, zu dir zurück. Worin siehst du das Geheimnis des Erfolges in der Jugend hier in Schwenningen? Ich sage immer, wir sind ein gallisches Dorf. Ja. Wir müssen einfach gucken, dass wir die Spieler oder die Kinder, die einfach da sind, dass die so gut wie möglich ausgebildet werden. Ja. Das heißt, Christoph hat es gesagt, wir müssen gucken, dass wir klar, dass immer genug Nachwuchs in allen Altersklassen nachkommt. Das einmal auf der Seite, das ist das, wo wir einfach zusammen finden müssen. Und einfach, wir brauchen einfach Manpower und das ist, ich sage immer, eine große Familie. Wir brauchen jeden, der uns irgendwo Arbeit abnimmt, der irgendwelche Bereiche betreut. Ich denke, Schwenningen ist eine große Familie, vielleicht ein großes Dorf, je nachdem, muss man vielleicht mal aus Düsseldorf fragen, wie der das sieht. Aber wir als Schwenningen Dorf auch im Namen. Ja, wie er das früher gesehen hat oder wie da die Meinungen von außen sind. Klar, ich sage jetzt mal klar, im Eishockey Deutschland, ich glaube, Schwenningen ist ein Begriff. Und von daher, ich glaube, wir haben eine gute Nachwuchsarbeit, wir haben gute Spieler und gute Jungs. Brauchen einfach mehr. Ja. Also dann ist es mehr an guten Spielern schon mal ein Punkt, wo Potenziale bestehen. Gibt es was anderes, wo du jetzt sagst, hey ja, da würden wir in Zukunft gerne mehr machen oder da das habe ich schon im Hinterkopf, wo was passieren muss. Gibt es so Dinge, wo du Potenziale auch siehst für die Zukunft? Ich meine, Christoph hat es gesagt, wir brauchen logischerweise, wie jede andere Sportart auch, Kinder, die von unten hochkommen. Ja, je breiter wir natürlich aufgestellt sind von unten nach oben, die Pyramide geht halt oben zusammen. Ja. Wir spielen jetzt in der U17 Bundesliga. Bundesliga kann nicht jeder spielen. U20 spielt in der DNL2. Ja, ich meine, wird es immer enger. Das ist ganz klar. Aber wir müssen gucken, dass wir unten einfach Leute rekrutieren, dass Kinder den Spaß am Eishockey zeigen, Begeisterung für den Sport entwickeln. Klar, Ideen haben wir viel. Brauchen Manpower. Ja. Das ist das Thema. Also wir können auch viel tun. Ja. Axel hat es angesprochen, U17 Bundesliga, U20 DNL 2. Wie wichtig ist dieses Messen mit Gleichaltrigen auf dem sportlichen Niveau auch für die Entwicklung eines jeden einzelnen Spielers dann letztlich? Also dass jetzt der Aufstieg in die DNL 2 zum Beispiel für die U20 wieder realisiert wurde, ist das schon ein wichtiger Gradmess, um dann eben auch noch besser auf den Profibereich, den Erwachsenenbereich vorbereitet zu sein? Ja, absolut. Also die Breite unten ist ganz, ganz wichtig und eigentlich hat man dann unten ja auch ein bisschen vielleicht noch breiten Sport, aber je höher und je älter man wird, umso mehr wird es Leistungssport. Und je höher du spielst und je höheres Niveau du spielst, umso besser. Es ist natürlich auch manchmal immer dem geschuldet, dass manche Jahrgänge sind nicht ganz so gut wie der nächste Jahrgang vielleicht. Deshalb ist das manchmal auch ein bisschen schwierig. Aber es ist halt ganz wichtig, dass du auf einem gewissen Niveau spielst, damit du auch die guten Spieler weiterhin hältst. Ja, wenn jetzt die DNL jetzt nicht DNL 2 spielen würde, sondern noch DNL 3, dann würden vielleicht manche guten Spieler sagen, ich gehe woanders hin, wo ich mindestens DL 2 spiele. Und schon ist der Spieler so ein bisschen aus dem Fokus, verständlicherweise, weil er sich natürlich weiterentwickeln will.
Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass man versucht, auf dem höchsten Niveau wie möglich zu spielen. Und dann ist es natürlich auch leichter, den nächsten Schritt zu machen, über die DEL 2 oder direkt in die DNL. Das muss man dann sehen, wie weit ist der Spieler. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiges Detail im Nachwuchs, so hoch wie möglich zu spielen und dann natürlich so gut wie möglich ausgebildet zu werden. Ja, Axel, die aktuelle Situation hat uns alle im privaten, aber auch im beruflichen getroffen, beziehungsweise es gab große Einschneidungen. Wie war es jetzt bei euch so in der Jugendarbeit? Ich kann mir vorstellen, wo viel Ehrenamt notwendig ist, wo auch immer die Budgets natürlich sehr eng sind. Wie ist da eure aktuelle Lage im Moment? Klar, wir waren natürlich wie jeder andere auch geraume Zeit, sage ich mal, im Blindflug wirklich unterwegs, weil ich sage es mal, wir können irgendwelche Szenarien aufstellen, was tun wir, wenn. Ja? Jetzt machen wir 10 Szenarien und dann kommt Szenario 11. Also ich glaube, es war sicherlich mal richtig und vielleicht auch für die Allgemeinheit mal nicht schlecht, das Ganze ein bisschen zu entschleunigen und einfach mal wirklich, wie es so formuliert, einfach die Füße stillzuhalten. Ja, ich glaube, die Lockerungen sind jetzt da, sie werden, ich persönlich glaube, immer mehr kommen. Vielleicht spielen wir ein bisschen früher Eishockey, wie wir vielleicht heute noch denken. Klar, wir sind im Austausch mit den Wildwings. Was tun wir, wenn? Also die Gespräche laufen. Wir haben regelmäßige Sitzungen, wo wir uns austauschen. Aber wie gesagt, die Planung, die steht, wird aber auch immer wieder mal ein bisschen abgeändert, weil es einfach neue Rahmenbedingungen gibt. Vor kurzem durfte man aber noch mit 5er-Gruppen trainieren, jetzt sind es 10er-Gruppen. Gut, der Nachwuchs fängt jetzt irgendwann nach Pfingsten an. Also von daher, es wird weitergehen. Sehr gut. Christoph, meine letzte Frage an dich. Wie stellst du dir, der Axel hat es gerade angesprochen, den Austausch zwischen den Wildwings Future und den Wildwings in Zukunft so ein bisschen vor? Hast du da schon erste Anhaltspunkte? Was ist dir da auch wichtig in so einer Zusammenarbeit? Ja, also Austausch generell ist ganz, ganz wichtig. Und ich bin jetzt nur eine kurze Zeit hier, aber ich habe jetzt auch schon mit den Nachwuchstrainern auch gesprochen und auch selbst, was unser Training jetzt schon anbelangt, zu sagen, okay, welcher kommt vielleicht für uns in Frage, welcher Spieler macht vielleicht Sinn. Der Niklas Sundblatt hat im letzten Jahr schon gesehen, welcher Spieler vielleicht Sinn macht, bei uns vielleicht auch im Nachwuchs oder bei uns aus dem Nachwuchs schon mitzutrainieren. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da im Austausch sind, gerade mit den Trainern. Und ich denke, das ist auch ein Signal für die jungen Spieler, dass die sehen, dass wir hier nicht nur Nachwuchsarbeit leisten und dann lassen wir es auslaufen, sondern dass sie auch irgendwo eine reelle Chance haben, auch wenn sie gut genug sind, eine Chance bekommen, in der ersten Mannschaft zu spielen. Ja, danke dir, Christoph. Axel, meine letzte Frage an dich. Wir sprechen auch in deiner Funktion vom Ehrenamt. Ich habe das auch viele Jahre lang mit begleiten dürfen, auch familiär und auch persönlich. Und ich finde es immer besonders begeisternd, wenn jemand das mit der Leidenschaft macht, die du es auch an den Tag legst. Was motiviert dich nach all den Jahren, die du das jetzt auch schon begleitest, immer weiterzumachen? Weil ich glaube, das ist ja, sag ich mal, so das Butter- und Brotgeschäft im Sport. Selbst ist in den Spitzensport, dass es Leute gibt, die sich da engagieren. Und deswegen würde ich gerne schließen mit der Frage an dich, was dich nach wie vor motiviert. Was motiviert mich? Also ich sag mal, ich bin in dem Verein und in dem Eichsteiner hier groß geworden selber. Du hast dich ja als Nachwuchsspieler nie Gedanken gemacht. Du wolltest nur Eishockey spielen. Du hast dir keine Sorgen gemacht bei dem Buszahl. Das hat, glaube ich, kann der Christoph bestätigen. Da haben wir uns nie Gedanken drüber gemacht. Das war uns auch, sag ich mal, relativ egal. Ich sag mal, die schöne Zeit, die ich als Kind hier hatte, versuche ich einfach, ich sag mal, den Kindern, die jetzt eben da sind, zu ermöglichen. Klar, muss man fairerweise auch zugeben, wenn man natürlich auch ein Kind im Nachwuchs hat, klar, dann kommst du halt wieder auf die Eisbahn oder je nachdem, wo eben das Herz dran hängt. Und wir sind halt alles okay verrückt hier und das ist das Thema. So positiv beglaubt, würde ich mal sagen. Das ist ein gutes Schlusswort. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr mitgemacht habt heute beim Wildwings Sport Talk und ich würde mich freuen, wenn wir das vielleicht in der Konstellation bald mal wieder machen können, einfach über das Thema Zukunft und Gegenwart zu sprechen. Ich finde, das ist immer interessant. Danke euch. Gerne.